Guten Tag, liebe Zuschauer, zur Mai-Ausgabe von MOH3, Ihrem Magdeburger Monatsmagazin. Diesmal haben wir unter anderem folgende Beiträge für Sie vorbereitet. Wir stimmen Sie auf das Figurentheaterfestival Blickwechsel ein. Wir waren beim Tag der Kinderbetreuung in einer Kita dabei. Und wir haben das Richtfest am neuesten Objekt der Lebenshilfe begleitet. Das und einiges mehr erwartet Sie in den kommenden Minuten. Die Kreuzung Leipziger Raiffeisen-Wiener Straße ist seit rund 1,5 Monaten außer für Straßenbahnen komplett gesperrt. Grund ist die Anbindung der Neubaustrecke Wiener Straße. Für alle, die dort nicht so oft vorbeikommen, haben wir uns auf der Baustelle einmal umgesehen. In der Raiffeisenstraße wurde die Verlegung einer Starkstromleitung vorbereitet. Dazu werden zuerst Leerrohre verlegt. Im Bereich der Leipziger Straße kreuzt die neue Starkstromleitung diagonal die Kreuzung und endet in der Wiener Straße. Wie zu sehen, erfolgt die Verlegung der Leitung im Kreuzungsbereich in offener Bauweise. In der Einmündung zur Wiener Straße wurde Baufreiheit für die Verlegung der unterirdischen Versorgungsleitung geschaffen. Dazu wurde zunächst der Asphalt der Straße abgetragen und tiefer ins Erdreich gebaggert. Wenn die Leitungen verlegt sind, werden die noch fehlenden Gleise für die Neubaustrecke Wiener Straße und das neue barrierefreie Haltestellenpaar Raiffeisenstraße in der Wiener Straße gebaut. Durch die Bauarbeiten ist der Übergang zur Raiffeisenstraße gesperrt, sodass Fußgänger einen Umweg über die Kreuzungsseite zur Wiener Straße laufen müssen. Hinweisschilder weisen auf den korrekten Weg hin. Außerdem wurden extra Hinweise für Rollstuhlfahrer aufgestellt. Die MVB appellierten eindringlich an alle Fußgänger und Radfahrer, die offiziellen Umleitungswege zu nutzen und sich nicht durch die Absperrgitter zu drängeln. Im Mitte April wurde die Haltestelle Raiffeisenstraße für die Linien 6 und 9 vorübergehend stillgelegt und statt auswärts gesehen vor die Kreuzung verlegt. Das soll die Wege für Anwohner der Raiffeisenstraße und Umgebung zur Haltestelle verkürzen. Die Ersatzhaltestelle wurde mit einem provisorischen, kurzen Bahnsteig ausgerüstet, damit an der zweiten Tür der Niederflurwagen ebenerdig ein- und ausgestiegen werden kann. Damit Autofahrer nicht über die Schienen in den Kreuzungsbereich einfahren, wurden Schranken aufgestellt, die sich nur für die Straßenbahn öffnen. Mit Beginn der Sommerferien am 28. Juni wird die Kreuzung auch für die Straßenbahn gesperrt, denn dann beginnt der Einbau der Gleiskreuzung. Die Linien 6 und 9 werden dann nach Lüneburg bzw. Buckau umgeleitet. Nach Reform verkehren dann Busse als Schienenersatzverkehr. Zum Ende der Sommerferien soll die Strecke in der Wiener Straße offiziell freigegeben werden. Bereits zum 5. Mal findet im Naturkundemuseum die Ausstellung Art und Vielfalt – Impressionen aus der Tierwelt statt. Die Sonderausstellung zeigt Wildtiere im Porträt, in ihrem Lebensraum oder in ihrer Beziehung zum Menschen mit den künstlerischen Mitteln der Malerei, Skulptur oder Plastik. Die Ausstellung ist das Ergebnis eines Kunstwettbewerbs um das gärige Einhorn, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum für Naturkunde alle 2 Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere naturrealistisch darstellen und damit das Thema Artenvielfalt unserer Erde künstlerisch umsetzen. Und das nicht nur als Gemälde. Also es hängen hier nicht nur Bilder, sondern es hängen hier Ölgemälde, Grafiken, Radierungen, aber auch Skulpturen und Plastiken. Die Plastik und Skulpturen stehen natürlich. Wir haben also ein breit gefächertes Künstlerensemble hier vereint. Die überwiegende Mehrheit kommt aus Deutschland, aus der Wildlife-Art-Szene, aber auch aus den Niederlanden, aus England, aus Italien, aus den USA und Sri Lanka sind Künstler vertreten. Jetzt haben wir hier eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Materialien. Das kommt ja aus einem Wettbewerb. Was sind denn die Kriterien dafür, welche Bilder ausgewählt wurden? Wir zeigen hier naturrealistische Tierdarstellung in den genannten Kunstgattungen, Malerei, Grafik, Skulptur und Plastik. Und das ist also das Kriterium, was wir anlegen.
Wir laden ein die Künstler, die sich mit diesem Sujet beschäftigen, und dann entscheidet eine Jury auf der Grundlage der eingereichten Arbeiten, wer von den Künstlern zur Ausstellung eingeladen wird. Wir haben in diesem Jahr den 5. Durchgang des Wettbewerbes Art und Vielfalt. Er wird im Regelfall alle 2 Jahre durchgeführt, und die Teilnahmebedingungen haben wir in diesem Jahr dahingehend verändert, dass die Künstler bei ihrer Bewerbung zur Teilnahme bereits 3 Arbeiten einreichen mussten, die sie dann auch planten, hier in der Ausstellung zu zeigen, sodass dann die Jury wirklich punktgenau entscheiden konnte, welche Arbeiten die besten von den unter den eingereichten Arbeiten sind. Die Jury ist zusammengesetzt aus Vertretern vom Naturwissenschaftlichen Verein. Wir haben Vertreter eines anderen Naturkundemuseums dabei, einen ehemaligen Zoodirektor, auch ein Sponsor ist dabei, sodass wir also ein breit gefächertes Fachgremium haben, was mit unterschiedlichen Augen auf diese Arbeiten schaut. Das spielt also auch die Exaktheit eine Rolle, aber auch die künstlerische Auswertung, denn wir haben in der Jury auch 2 Vertreter aus dem Kunstbereich bzw. der Kunstgeschichte. Von wie vielen Bildern musste man da jetzt auswählen und wie schwierig war das? Also es ist natürlich immer eine schwierige Geschichte. Es haben sich fast 40 Künstler beworben, hier dran teilzunehmen. Und letztendlich haben wir dann also die 40 mal 3, also 120 Arbeiten stand dann zur Auswahl. Und die Jury hat dann in einem mehrstündigen Verfahren die aus der Sicht der Jury geeigneten Arbeiten gefunden. Wir zeigen jetzt hier 127 Arbeiten in der Ausstellung von insgesamt 29 Künstlern. Und dabei sind ganz unterschiedliche Arbeiten zu sehen. Neben einer ganzen Reihe einheimischer Arten, die zum Teil zu den jagdbaren Tieren gehören, aber auch einheimische Insekten, einige Vogelarten und Fische, bei denen auch der Humor nicht zu kurz kommt, sind Arten aus fernen Ländern vertreten, die den Besuchern aus dem Zoo oder aus Filmen bekannt sein dürften. Also Tiere aus Asien, aus Afrika bzw. auch Australien. Wir haben also zum Beispiel ein Schnabeltier, was als Suchbild dann zu finden ist. Und darüber hinaus, das gehört auch zur naturrealistischen Tierdarstellung, gibt es einen Künstler, der sich um die Darstellung ausgestorbener Tiere bemüht. Das ist auch eine ganz spannende Richtung. Überliefert sind ja die versteinerten Knochen von ausgestorbenen Tieren im Regelfall. Und daraus dann eine Lebensrekonstruktion zu machen, das ist schon eine spannende künstlerische Leistung. Die Ausstellung ist bis zum 16. September im Naturkundemuseum an der Otto-von-Guericke-Straße zu sehen. In dieser Zeit haben die Besucher die Möglichkeit, sich die Ausstellung anzuschauen. Und, das möchte ich noch darauf hinweisen, es gibt einen Jurypreis, der wird am Samstag verkündet. Und die Besucher haben die Möglichkeit, auch an einer Preisfindung sich zu beteiligen, am Publikumspreis. Da werden entsprechende Stimmzettel in der Ausstellung zu finden sein. Und da kann jeder sein Lieblingswerk ankreuzen und nimmt dann an einer Auslosung teil. Und ich bin ganz gespannt, wer in diesem Jahr Publikumspreisträger wird. In den Jahrgängen davor war es immer so, dass Jurypreis und Publikumspreis verschiedene Arbeiten prämiert haben. Ich bin gespannt, ob es in diesem Jahr wieder so sein wird. Der Jurypreis steht mittlerweile fest. Gewonnen hat die Bronzeplastik Hasentanz von Werner Siemers, Jahrgang 1956 aus Burg Wedel bei Hannover. Die Jury lobte vor allem die Darstellung der Bewegung. Und da Künstler meist auch von etwas leben wollen, können die Kunstwerke am Ende der Ausstellung auch erworben werden. Die Preisspanne dafür liegt zwischen 70 und 13.000 Euro. Und damit Sie wissen, was Sie da erwartet, nehmen wir uns noch ein paar Sekunden Zeit, die Werke zu betrachten.
Die Landeshauptstadt Magdeburg steht vom 23. bis zum 29. Juni 2018 im Fokus der internationalen Theaterwelt. Wenn Blickwechsel, eines der drei bedeutendsten Figurentheaterfestivals in Deutschland, zur kulturellen Begegnungsstätte für zahlreiche Künstler des Genre aus dem In- und Ausland wird. Mit 27 Theatern, Gruppen und Solisten aus 11 Ländern, 48 Präsentationen, 15 deutschen Erstaufführungen und einer Uraufführung wird 2018 für das Puppentheater Magdeburg zu einem bedeutenden Festivaljahr. Die Uraufführung Mozart kommt dabei auch aus Magdeburg. Ich möchte besonders Frank Bernhard an meiner Seite ja begrüßen, der, Jesko hat es gesagt, künstlerische Leiter ist, der es aber verstanden hat, nach 2000, dem großen Unima Weltpuppentheaterfestival in Magdeburg, das Blickwechselfestival, also das Festival der Stadt Magdeburg, zu einem der größten des Genres zu machen, zum größten im mitteldeutschen Raum und zu einem der führenden in Deutschland überhaupt. Ein Festival, was wir veranstalten für eine Kunstform, von der die Romanistin Brunella Eruli gesagt hat, die gegenwärtige Theaterszene scheint von einem Gespenst heimgesucht zu werden, dem Gespenst der Puppe. Es ist also ein Festival für eine Kunstform in Deutschland und Europa, die mit Leidenschaft Synergien mit anderen Kunstformen eingeht. Sie kennen das ein wenig von unserer Arbeit. Eine Kunstform, die gefeiert wird in ganz Europa für eine unermüdliche Emanzipationskraft, die sie hat. Und eine Kunstform, die zunehmend die großen Schauspielbühnen erobert und mit der Erfindung immer neuer Figuren, Arten und Spielweisen überzeugt. Und das Tolle daran ist, finde ich, dass Sachsen-Anhalt in dieser Entwicklung ganz vorn mit dabei ist. Und ich verweise da insbesondere auf die Puppentheater halt in Halle und natürlich in Magdeburg. Das Programm des Festivals wird so aufgebaut sein, dass wir exemplarisch mit unseren Inszenierungen genau das, was ich eben beschrieben habe, wollen zu beweisen und zur Diskussion anregen, inwieweit dieser tradierte Begriff Puppentheater überhaupt noch zeitgemäß ist. Und da wir uns ja alle kennen, weiß ich ja inzwischen, niemand von Ihnen schreibt mehr die Puppen tanzen in Magdeburg, weil das ist ja auch so etwas, was wir immer sagen, okay, ja, die haben mal getanzt, jetzt können die inzwischen mehr als tanzen. Garantiert wird das, dass dieser Beweis gelingen möge durch die Teilnahme von 27 Theatern und Gruppen aus 11 Ländern in über 40 Vorstellungen und Laboratorien, die wir zu unserem Festival vom 23. Juni bis zum 29. Juni hier zeigen werden. Das Festivalmotto Mehr Licht steht für die innovative Strahlkraft des Puppen- und Figurentheaters und für das genreübergreifende Ausdrucksspektrum. Das Medium Licht wird eine tragende Rolle spielen und bekommt eine dramaturgische Funktion. Die Künstlerkollegen, die in Magdeburg anwesend sein werden, repräsentieren ein wirklich gewachsenes Selbstbewusstsein, eine erneute Suche nach Ausdrucksmitteln und Formen, auch jenseits der Puppe. Und das ist auch eine Frage, die uns während des Festivals umtreibt. Wie viel Puppe braucht das Theater mit Puppen? Was ist alles animierter Gegenstand auf der Bühne? Was kann es sein? Was erzeugt Sichtweisen, Erzählungen, Erlebnis? Ein ganz wesentlicher Aspekt bei dem Ganzen ist die szenische Installation. Da haben wir drei exemplarische Arbeiten eingeladen, die nochmal ein völlig neues Spektrum eröffnen im Sinne von individuellem Erleben. Also auch der Sehnsucht des Zuschauers nach dem Unmittelbaren jenseits der Konvention, die man klassisch im Theater vorfindet, Bühne und Zuschauersaal, sondern des Miteinanders im Erleben
von Kunstraum, Vorgang, Sound und Narration, aber nicht im Sinne von gesprochenem Wort, sondern von narrativen Empfinden. Neben dem eigentlichen Bühnenprogramm gibt es Workshops zur Nachwuchsförderung, künstlerische Laboratorien und eine Meisterklasse-Regie, denn es gibt keine reguläre Ausbildung für Puppentheater. Das heißt also, wir haben dann einen großen Nachholbedarf und wir haben auch einen großen Diskussionsbedarf. Wir, diejenigen, die dieses Theater machen, in der Theaterwissenschaft, in der akademischen Ausbildung eine Bewusstheit dafür zu schaffen, was das für ein reiches Genre ist. Wir haben eine Ausschreibung gemacht, es haben sich vier Leute, also sie hatten vier Stellen zu vergeben, vier Leute beworben von unterschiedlichsten Theaterakademien. Und wir werden diese Masterclass in Zusammenarbeit mit den Hochschulen Berlin und Stuttgart durchführen. Und die Leiter dieser Masterclass sind einmal Veselka Kunceva, eine Regisseurin aus Bulgarien, die vor zwei Jahren schon auf dem Festival gastiert hat, und ihre Kollegin Marietta als Ausstatterin. Und wie gesagt, in diesen Masterclasses, die über eine Woche gehen, werden wir versuchen, Regiestudenten, die eigentlich noch keinen Zugang zu Puppentheater hatten, die Lust und Leidenschaft an diesem Theater mit Puppen zu vermitteln. Die Ergebnisse dieser Masterclass werden präsentiert im Rahmen des Festivals. Das ist auch im Programm zu finden. Und im Anschluss gibt es einen Roundtable zum Thema Regie im Bereich Puppen- und Figurentheater. Der Kartenvorverkauf ist in vollem Gange. Für die Eröffnung La Nutte am 23. Juni am Seibger See sind die meisten schon vergriffen. Spielorte sind neben dem Puppentheater das Opernhaus, das Schauspielhaus, der Blüthnersaal, die Feuerwache und der Gemeindesaal St. Michael. Vom 25. bis 28. Juni gibt es jeweils ab 23 Uhr eine Late-Night-Vorstellung auf der kleinen Bühne des Puppentheaters. Der Vorhang hebt sich dann für deutsche, irische, spanische und belgische Künstler. Das aktuelle Programm des Puppentheaters Magdeburg und die Angebote der Figurenspielsammlung der Villa P. finden Sie übrigens immer auf unserer Videotextseite 613 auf 5 Unterseiten. Zum bundesweiten Tag der Kinderbetreuung wollten sich die Eltern der städtischen Kindertageseinrichtung Traumzauberbaum bei den Erzieherinnen und Erziehern der Kita bedanken. Denn ohne die wäre die Vereinbarkeit von Familie und Beruf häufig nur sehr schwer umsetzbar. Sie sind Spielgefährtinnen, Tröster und Vorbilder. Hunderttausende Erzieherinnen und Erzieher, Tagesmütter und Tagesväter betreuen täglich die Kleinsten unserer Gesellschaft. Zeit also, Danke zu sagen. Am 14. Mai war der Tag der Kinderbetreuung. Seit 2012 findet der immer am Montag nach Muttertag statt. Der Tag verfolgt ein klares Ziel. Er soll das Bewusstsein für die wichtige und wertvolle Arbeit der professionellen Kinderbetreuer stärken und ihnen die Wertschätzung entgegenbringen, die sie verdienen. Mit jedem Jahr findet die Initiative mehr Anklang. Auch die Eltern der Kita Traumzauberbaum wollten sich bei den Erzieherinnen und Erziehern der Kita bedanken. Als Überraschung hatten sie deshalb ein Buffet für die Erzieherinnen und Erzieher aufgebaut, um die täglich geleistete pädagogische Arbeit besonders zu würdigen. Frau Künstler, Tag der Kinderbetreuung. Was haben sich die Eltern hier im Traumzauberbaum ausgedacht? Ja, unsere Eltern haben sich hier was ganz Besonderes ausgedacht. Sie haben nämlich alle Eltern aufgerufen, um einmal Danke zu sagen, und haben heute für uns ein Buffet hergerichtet, sodass alle Mitarbeiter des Hauses heute mal eine Mittagspause gemeinsam verbringen können. Wie viele Mitarbeiter haben Sie hier, die jetzt hier auch, oder jetzt kann ja sein, dass welche im Urlaub sind? Es sind welche im Urlaub. Unser Haus hat 23 Pädagogen, wir haben eine Sprachförderkraft und wir haben drei technische Kräfte sowie unseren Hausmeister. Du, habe ich selber, muss ich ehrlich gesagt zugeben, vom Tag der Kinderbetreuung vorher noch nie was gehört. Gibt es den zum ersten Mal oder ist das eine Sache, die schon mehrere Jahre stattfindet? Also wir selber erleben ihn zum ersten Mal. Wir hatten bisher mit dem Tag der Kinderbetreuung noch nicht den Kontakt und
Und wir freuen uns natürlich, dass das auch mal so respektiert wird von den Eltern. Und da sind alle überrascht worden, als die Tür aufging. Keiner wusste nämlich, um was es heute geht. Schön, dass es auch mal eine Überraschung gibt. Ja. Und, ansonsten ist, muss man ja sagen, ist Ihr Beruf nicht einfach. Überall fehlen die Kräfte. Ist da so ein Tag geeignet, vielleicht auf das Interesse der Öffentlichkeit wieder ein bisschen mehr auf die Kinderbetreuung zu wecken? Das auf jeden Fall. Denn ja, wie es auch in anderen Berufen so ist, gibt es bei uns in unserem Beruf auch Fachkräftemangel. Und ja, wir sind für jeden Mitarbeiter, für jeden Pädagogen dankbar, der eben unser Haus unterstützt. Insofern war das liebevoll angerichtete Buffet natürlich eine freudige und willkommene Überraschung. Eine Stunde lang konnten sich die Mitarbeiter entspannen und die Leckereien von Kuchen über viele Salate genießen. Frau Grasshoff, Sie sind Elternvertreterin hier in der Kita Traumzauberbaum. Was haben Sie sich heute zum Tag der Kinderbetreuung ausgedacht? Wir wollten als Eltern einfach mal Danke sagen. Danke für die Erzieher, also für die Erzieher, für die Betreuung unserer Kinder. Und als Überraschung haben wir uns ausgedacht, dass sie einfach mal zusammen eine Mittagspause genießen. Es kam halt der Vorschlag für die Schlafwache sozusagen, also wir nennen das jetzt Schlafwache. Wir haben ein gemeinsames Buffet mit den anderen Eltern sozusagen erstellt. Und wie viele Eltern sind an den Vorbereitungen beteiligt gewesen? Wie viele haben denn sich da, sagen wir mal, zu Hause hingesetzt und haben da ein bisschen was gezaubert am Herd? Es sind alle Eltern aus der Kita, also mit eingebunden. Es hat jeder was mitgebracht, jeder eine Kleinigkeit. Vom Salat bis ein Kuchen wurde gebacken, ja, Käsespieße wurden gemacht, so Gemüsestips, Geld noch für Einkäufe, die halt noch benötigt wurden. Blumensträuße wurden mitgebracht, also es wurde sehr viel zusammengetragen. Und haben Sie sowas zum ersten Mal gemacht und finden Sie die Idee gut oder sollte man sowas öfter machen? Also ich habe jetzt selber zum ersten Mal das mitgemacht und ich finde das super. Also ich finde, das sollte man öfters machen, das sollte man auch in allen Kitas eigentlich machen, ja. Weil ich finde, alle Erzieher haben das verdient, gerade nicht nur an dem Tag, aber ich finde gerade an diesem besonderen Tag, also der Tag der Kinderbetreuung, ist es nochmal eine gute Aufmerksamkeit. Die Arbeit wird ja, sag ich mal so, nicht leichter jetzt, wenn man so hört, was alles manchmal so los ist. Die Kinder werden immer aufgeweckt, manche streiten sich oft ganz schön, also da haben wir Erzieher sicherlich keine leichte Arbeit. Das glaube ich auch, ja, deswegen, also die einzelnen Charaktere der Kinder noch zu berücksichtigen. Die Eltern beteiligten sich übrigens auf verschiedene Weise, entweder mit Geldspenden für den Einkauf, mit selbstgebackenem Kuchen, dem Anrichten der Salate oder der Betreuung der Kinder beim Schlafen. Immer zwei Elternteile pro Gruppe. Insgesamt besuchen 160 Kinder die Kita. Es ist ja so, das hatten wir auch schon gesehen, als die Monika Erhardt Ende des Jahres da war, dass hier auch sehr viele Kinder von Migranten oder mit einem Migrationshintergrund sind. Trifft das auch auf die pädagogischen Kräfte zu oder sind Sie da interessiert, auch solche Kräfte, die vielleicht aus der gleichen Kulturkreis kommen, sagen wir mal, mit heranzuziehen? Ja, also jetzt momentan im Pädagogenkreis haben wir keine dieser Kräfte. Aber wir kriegen in der nächsten Woche eine Praktikantin, die aus Syrien ist und die dann unser Team erstmal verstärken wird. Die dann vielleicht auch so ein bisschen über die Sprachprobleme hinweg helfen kann. Wir haben ja hier 12 Nationalitäten im Haus und Arabisch ist natürlich eine Sprache, die kaum einer beherrscht von unseren Mitarbeitern. Eigentlich gar nicht. Was wird passiert eigentlich, was machen die Eltern jetzt, während Sie jetzt hier so gemütlich essen, sag ich mal? Ja, die Eltern, die also nach ihrer Vorbereitung haben sie sich bereit erklärt, in die Gruppen zu gehen und übernehmen jetzt da die Mittagsruhe, dass die Kinder eben nicht alle durch den Raum springen, so dass die eingeschlafen sind, auch ihre Ruhe haben. Was passiert heute noch? Also für die Kinder selber ist das ja ein ganz normaler Tag, ja. Und für uns ist es eben jetzt die Stunde, die wir mal beieinander genießen können und uns auch mal austauschen können, ohne dass man, auch ich muss aber, oder einer bleibt ja sowieso immer in der Gruppe drin. Also jetzt nach der Mittagspause ganz normal mit dem Dienst weiter? Geht ganz normal weiter, bis 18 Uhr. Auch in der Kita Kleiner Rabe in Lemsdorf gab es kleine Überraschungen. Das Elternkuratorium überreichte Dankeschön-Schächtelchen an die Erzieherinnen, Erzieher
Praktikanten und Auszubildenden in der Einrichtung. Die Freude war auch dort riesig. Erinnern Sie sich noch an Kabarettveranstaltungen in der DDR der 1980er Jahre? Hören, was zwischen den Zeilen gesagt wurde, befreit darüber lachen, was sich die Kabarettisten getraut haben? Mit Lust an ihr List, so auch der Name einer neuen Ausstellung, versteckten die Kabarettisten oft die Wahrheiten. Im Stillen hat man sich damals schon manchmal darüber gewundert, was so alles genehmigt wurde. So oder so ähnlich haben viele DDR-Bürger Kabarettabende erlebt. Das Lesbarmachen, was zwischen den Zeilen stand, war eine der Stärken des DDR-Kabaretts, wobei sich manche Studentenkabaretts oftmals noch etwas mehr getraut haben als die etablierten Bühnen. Vorher wurde natürlich durch den Vorhang gelugt, wer so in der ersten Reihe saß oder sich ganz hinten versteckte. Die Akteure hatten den geschärften Blick dafür. Sie wissen sicher, was ich meine. Mit Lust an ihr List versteckten die Kabarettisten hinter der offiziellen Meinung die Wahrheit, die von den Zuschauern natürlich entdeckt und mit Beifall honoriert wurde. Damit war das Kabarett eine der wenigen künstlerischen Ausdrucksformen, die eine Kritik an den bestehenden Problemen der DDR in der Öffentlichkeit erlaubte, sofern das System nicht in Frage gestellt wurde. Meist ging es um die Widrigkeiten des Alltags, aber auch der sogenannte Klassenfeind wurde nicht geschont. Die Ausstellung stellt viele der bekannten Kabaretts der DDR vor, ihre Akteure, ihre Programme, aber auch die Probleme, mit denen sie zu kämpfen hatten, bis hin zu Verhaftung, wenn doch einmal zu deutliche Kritik am Sozialismus geübt wurde. Das Beispiel Beta Sodann steht exemplarisch dafür. Ein Ensemble werden die Magdeburger vermissen, die Kugelblitze, obwohl auch sie republikweit bekannt waren. 1977 auf Beschluss der SED gegründet, waren die Kugelblitze in den ersten Jahren ein Anhängsel des Theaters der Stadt Magdeburg. Das mögen die Gründe sein. Nach dem Herbst 1989 gab es auf einmal viele Möglichkeiten, kreativ und ohne Zensur Themen satirisch auf den Punkt zu bringen. Doch die große Konkurrenz auf dem nun gesamtdeutschen Markt stellte die ostdeutschen Ensembles vor neue Herausforderungen. Dennoch wussten und wissen sich viele der ehemaligen DDR-Kabaretts zu behaupten. Es wurden sogar mehr, auch in Magdeburg. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. Das Dokumentationszentrum am Moritzplatz präsentiert mit Lust an ihr List eine Ausstellung des Martin Luther King Zentrums Werdau, die die Besonderheiten des ostdeutschen Kabaretts bis heute erzählt. Aber nicht ohne die gesamtdeutsche Brille und die aktuelle Lage der Kabaretts außer Acht zu lassen. Die Ausstellung geht noch bis zum 3. Juni. Der Eintritt ist frei. Fast genau 12 Monate ist es her, dass der Grundstein für 2 neue Gebäude Ecke Leipziger und Halberstädter Straße gelegt wurde. Zum Jahresende 2017 konnte der Rohbau fertiggestellt werden. Inzwischen wurde mit dem Innenausbau begonnen. Zeit also, das Richtfest für das neue Wohnprojekt zu feiern. Das neue Projekt der Lebenshilfe Magdeburg besteht aus 2 verschiedenen Häusern. Einem integrativen Pflegezentrum mit Cafeteria mit angebundener Praxis für Physiotherapie und Körperbalance und einem Wohnheim mit Werkstatt für behinderte Menschen, intensiv betreutem Wohnen und barrierefreien Wohnungen. Anfang nächsten Jahres soll das 18-Millionen-Projekt fertiggestellt sein. Das ist für so ein großes Projekt erstaunlich schnell. Der Zeitplan wurde eingehalten. Kommt ja heute nicht allzu oft vor. Ganz hinten sitzt Herr Strobe, für uns ein ganz wichtiger Mann, der Direktor der Sozialagentur. Eigentlich sollte er hier vorne Platz nehmen. Herr Strobe, herzlich willkommen. Herr Strobe sorgt dafür, mit dafür, dass wir in guten Verhandlungen stehen zur Finanzierung solcher Projekte, zur auskömmlichen Finanzierung. Und wir befinden uns ja auch in einer Phase des Umbruchs. Im letzten Jahr wurde das Bundesteilhabegesetz auf Bundesebene eingeführt. Und das bewegt ganz schön die Kommunen, muss ich sagen, die Länder, aber auch die freien Träger, so wie uns, dass wir das also auch umsetzen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention zugunsten behinderter Menschen. Seien Sie uns also alle herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Und das schöne Wetter ist schon angesprochen worden. Ich habe eine ganz lange Rede aufgeschrieben bekommen, dass heute 69 Jahre Grundgesetz ist, dass wir ein Sozialstaatsprinzip haben, dass wir deswegen uns um alle Menschen in der Gesellschaft kümmern müssen und Verantwortung tragen wollen. Das habe ich jetzt alles einmal weggepasst. Ich habe heute im Auto zu meinem Michael gesagt, Michael, google doch nochmal ganz schnell, was ist eigentlich ein Richtfest? Und warum machen wir das eigentlich? Und da bin ich hier hingekommen und habe gesagt, oh, ich habe schon eins bei Wikipedia gelernt. Wir können heute gar kein Richtfest feiern, wir könnten höchstens ein Deckenfest feiern. Die Architekten unter Ihnen wissen, die Bauleute wissen das. Wir haben ja gar keinen fertigen Dachstuhl, wir haben jetzt nur eine Decke. Also machen wir Deckenfest heute. Das Symbol heißt ja, wir sind als Gesellschaft aufgerufen, die Menschen, die Hilfe brauchen, die in Schwierigkeiten sind, die Behinderungen haben, die mit dem Wort Inklusion immer wieder gemeint sind und umgehen sollen, in gewisser Weise zu behüten, aber ihnen auch die Freiheit lassen, rauszukommen. Rauszugehen, ganz normales Leben zu führen, sich ganz normal in der Stadt aufzuhalten und die Sachen zu genießen, die andere auch genießen, die keine Behinderung haben. Und diese Aufgabe ist eine Mammutaufgabe, das als Gesellschaft Schritt für Schritt umzusetzen. Da sind wir mittendrin. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir wissen, dass wir Straßen und Haltestellen haben, die noch nicht behindertengerecht sind, und zwar viele haben. Und wir haben da eine Aufgabe, das in einer bestimmten Frist zu machen, die völlig illusorisch ist, weil das gar nicht zu schaffen ist. Sie werden das sehen, hier wird ja demnächst, wo die Klinke unter der Straße durchgeht, die Straßenbahn demnächst rausgenommen werden müssen für ungefähr ein Vierteljahr. Ja, kennt man nicht schon, weil er da seine Abwasserleitung drunter langlegen muss, was ein riesengroßes Bauwerk ist. Und da sagt man so lächerlich dahinter, macht eine kleine Brücke, wird gemacht werden. Und wenn wir ausschreiben und erteilen den Auftrag, dann kommt da raus 1,5 Millionen. Also für diese kleinen, die man am Ende gar nicht sieht, weil unter der Erde was lang geht, 1,5 Millionen. Herr Oberbürgermeister, ich habe jetzt eine Woche an der Nordsee verbracht mit meinem Sohn. Und auf dem Rückweg war ich bei meinen Schwestern im Lüneburger Heide. Und nachmittags sind wir dann hierher gefahren. Ich bin ja seit 95 hier. Und als ich hier reinfuhr nach Magdeburg, da hatte ich ein Gefühl, ich bin jetzt zu Hause. Wirklich wahr. Und ich muss Ihnen sagen, wenn man als Westdeutscher hierher kommt und erlebt hat, wie die Stadt noch 95 war, wenn man jetzt 2018 hierher kommt, wieder von da, da muss ich sagen, hier hat sich gewaltig was verändert. Ich wäre auch nicht mehr hier, wenn das nicht so wäre. Wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass das neue Objekt gebaut wird. Frau Wost hat uns gefragt, wie wir leben wollen. Wir wollen ein eigenes Bad, wir wollen zusammen wohnen, wir wollen barrierefrei wohnen. All unsere Freunde sollen uns besuchen können, auch wenn sie im Rollstuhl sitzen. Wir wollen mitten im Leben sein, mitten in der Stadt. Jetzt ist es bald soweit und wir können umziehen. Die Bewohner freuen sich sehr darauf. Viele kommen regelmäßig her und schauen zu, wie das Haus wächst. Herzlichen Dank, liebe Frau Wost und allen anderen, die sich für uns eingesetzt haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, der Bewohnerbeirat der Lebenshilfe Magdeburg. Da die Veranstaltung nun mal als Richt- und nicht als Deckenfest angekündigt war, gab es doch so etwas wie einen kleinen provisorischen Dachstuhl, in den die wichtigsten Prominenten einen Nagel einschlagen mussten, begleitet von den üblichen Worten des Zimmermannes. Danach war Gelegenheit, zusammen mit Sabine Dutschko, der zukünftigen Leiterin des Hauses, die beiden schon vorab eingerichteten Musterwohnungen zu besichtigen.
moderne, barrierefreie und attraktive Appartements von ca. 25 Quadratmeter Größe mit Bad und einer kleinen Küchenzeile. Zusätzlich werden den Mietern ein großzügig gestalteter Küchen- und Wohnbereich sowie eine überdachte Terrasse zur Verfügung stehen. Außerdem sollen zahlreiche Unterstützungsangebote direkt im Haus zur Verfügung stehen, von der Tagespflege bis zum Pflegedienst, von der Zimmerreinigung bis hin zum Arztbesuch. Das war unsere Mai-Ausgabe. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am 25. Juni wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.